Hallo Leute, heute bereiten wir Pasta in einer Minute, einer Stunde und einem ganzen Tag zu. Viele von euch werden sagen, du hast doch schon vor kurzem ein Video mit Nudeln gemacht. Nein, die Sache ist die, dass die Nudeln in China erfunden wurden und sie auf asiatische Art mit verschiedenen Süß-Sauer-Soßen zubereitet werden. Aber Pasta wurde in Italien erfunden. Sie wird auf eine europäische Art zubereitet, zum Beispiel mit Sahne oder Tomatenmark. Aber auch rein technisch verwendet man dafür verschiedenes Mehl. Nudeln werden aus weichen Weizensorten hergestellt, italienische Pasta dagegen aus harten. Und es ist sogar gesünder, da Hartweizen mehr pflanzliches Eiweiß, mehr Ballaststoffe und mehr Mineralien enthält. Und es gibt sehr verschiedene Formen von Pasta. Wir wissen jetzt, was Pasta ist und die Minute kann losgehen. Wir legen etwas Nudeln in eine Schüssel, etwas Salz rein und gießen ein kochendes Wasser rein. Jetzt in die Mikrowelle. 50 Sekunden. Während sie gekocht werden, reiben wir etwas Cheddar-Käse. Geschafft, die Nudeln sind gekocht. Und nur noch mit Käse vermischen. Die einfachste Käsepasta ist in einer Minute fertig. Jetzt probieren. Nicht schlecht, das sind einfache Nudeln mit Käse. Jetzt bereiten wir die Pasta in einer Stunde zu. Wir gießen etwas Olivenöl in einen Mixer. Etwas frischen Spinat. Und alles zerkleinern. Das Ganze gut salzen. Und es kommt noch ein spezielles Mehl für die Pasta da rein. Wir mischen das Ganze bis zu einem Teigzustand. Auf den Tisch legen. Und wir formen mit den Händen einen Klumpen. Wir wickeln den Spaghetti-Teig in Frischhaltefolie ein. 20 Minuten im Kühlschrank aufbewahren und rausholen. Wir rollen ihn ein wenig mit einem Nudelholz aus. Und dann brauchen wir eine Teigausrollmaschine. Einmal durch. Jetzt machen wir den Abstand zwischen den Walzen kleiner und machen die Teigschicht dünner und länger. Jetzt brauchen wir noch eine Person zur Hilfe, weil der Teig schon lang ist. Es ist Zeit, ihnen Spaghetti zu schneiden. Fertig! Und jetzt kochen! Frisch zubereitete Nudeln werden circa 2 Minuten gekocht und durch ein Sieb abtropfen lassen. Für die Füllung werden wir 3 Knoblauchzehen zerdrücken und Spinat fein hacken. Wir nehmen ein Stück Lachs, nehmen die Gräten raus und schneiden den Fisch zuerst in Streifen. Und dann in Würfel. Etwas Knoblauch in die Pfanne legen. Er sollte ihm Olivenöl ein besonderes Aroma verleihen. Und wir braten den Lachs. Sobald sich eine feine Kruste bildet, fügen wir etwas Sahne hinzu. Etwas Trockenbasilikum, Spinat, Parmesan dazu rein. Schwarzen Pfeffer. Und natürlich Salz. Wir legen die Spinatspaghetti in die Pfanne und mischen das Ganze.
Geschafft! Jetzt können wir das Gericht servieren. Somit ist die cremige Spinatpasta mit Lachs fertig. Probieren! Ja, es schmeckt viel besser als die Pasta in einer Minute. Und jetzt haben wir einen ganzen Tag Zeit, um die letzte Pasta zuzubereiten. Als Füllung werden wir Straußenfleisch verwenden. Wir legen es in eine Schüssel, reiben etwas Zitronenschale darüber. Und drücken den Saft raus. Etwas Thymian. Und wir brauchen auch Rotwein. Wir öffnen die Flasche und gießen die ganze Flasche da rein. Frischhaltefolie darauf, damit keine anderen Gerüche da reinkommen. Und wir stellen das Ganze für 5 Stunden in den Kühlschrank. Wir werden das Fleisch in einem Salzkokon zubereiten, deshalb brauchen wir 3 Packungen Salz. Wir gießen etwas Wasser da rein und mischen das Ganze, damit das Salz nass wird. Wir legen ein Drittel davon auf ein Backblech. Und verteilen es gleichmäßig, damit der Boden eben ist. Das Fleisch ist bereits mariniert. Wir legen es auf das Salz. Thymian kann fürs Aroma noch weiter oben bleiben. Und von oben bilden wir einen Kokon. Fertig, jetzt in den Ofen. 180 Grad einstellen. Nach 3 Stunden können wir das Fleisch rausholen. Und wir öffnen den Kokon. Wir legen das Fleisch auf ein Brett und zerkleinern das Fleisch in Fasern. Das Salz hat die Feuchtigkeit aus dem Fleisch gesaugt und jetzt ist der Geschmack sehr gesättigt. Die Fasern werden wir später brauchen. Und jetzt machen wir die Nudeln. Wir legen etwas Mehl auf den Tisch und machen in der Mitte etwas Platz. Wir nehmen ein Straußenei. Wir brechen die Schale vorsichtig auf. Und entfernen sie. Wir entfernen auch diese weiße Schicht. Und nehmen jetzt ganz vorsichtig das Eigelb mit einer Superkelle raus, damit es nicht beschädigt wird. Und legen es ins Mehl. Ein bisschen mischen. Das Straußeneigelb ist viel dickflüssiger als bei Hühnereiern. Etwas Tomatenmark. Salz, Olivenöl und wir machen den Eiteig. Fertig! In Folie reinlegen und etwas ausruhen lassen. Etwas Mehl auf den Tisch legen, die Hälfte des Teiges abschneiden und mit einem Nudelholz ausrollen. Wir machen die Teigschicht glatt, sodass ein Rechteck entsteht. Und wir schneiden es in Quadrate. Wir brauchen so ein spezielles geriffeltes Brett. Wir legen ein Teigquadrat drauf, wickeln es auf ein Stäbchen drauf, drücken drauf und drehen das Ganze, damit so ein Abdruck entsteht.
Die erste Nudel ist fertig. Und wir machen das mehrmals. Fertig! Pasta dieser Form wird Garganelli genannt. Für die Soße schneiden wir eine Zwiebel in Würfel und braten sie auf einer Pfanne. Wenn die Zwiebel weich ist, fügen wir etwas Tomatenmark hinzu und braten das Ganze noch eine Minute. Jetzt das Ganze in einen Mixer legen. Die Kirschtomaten kommen in eine Backform, Knoblauch, Olivenöl, Salz, Basilikum und Thymian. Und wir backen das Ganze. 40 Minuten bei 200 Grad. Und auch in den Mixer rein. Wir verwandeln das Ganze in eine Tomatensauce. Fertig! In eine Pfanne gießen. Hier kommen auch die Fleischfasern. Jetzt unsere hausgemachten Nudeln kochen. Wir kochen sie ca. 3 Minuten und legen sie in die Pfanne. Und jetzt alle Zutaten vorsichtig mit einem Spatel vermischen. Fertig! Wir können es in einen Teller legen. Etwas Parmesan oben drauf. Geschafft! Die ein Tag lang Pasta ist fertig. Lasst uns sie probieren. Nun, das ist wie in einem Restaurant. Das ist wahrscheinlich die köstlichste Tomatensauce, die ich je gemacht habe. Super weiche Nudeln und gesättigte Straußenfasern. Schreibt in den Kommentaren, was ich noch in einer Minute, einer Stunde und einem ganzen Tag kochen soll. Like das Video und abonniert den Kanal. Tschüss an alle!